Ja, meine Herren, willkommen zurück bei Third Age Total War mit einer Belagerungsschlacht der Modorianischen, pardon, mit den Gondorianischen Truppen gegen unsere Modorianischen Truppen. Oh Gott, das ist so doof, um wahr zu sein. Wir haben eine kleine Armee mit 3 Bogenschützeneinheiten und zwei angeschlagenen Nahkämpfern sowie einen angeschlagenen General. Das könnte sehr schwer werden gegen die Einheiten aus Gondor mit ihren Reitereien und 2 Ramböcken und hier dem General mit seiner Generalskavallerie. Das könnte durchaus traurig werden, wie gesagt. Aber wir schauen uns das mal an, wie das denn so läuft. Ich hoffe, wir können wenigstens dem Feind ordentlich Verluste einflößen, sozusagen, wenn wir ihn nicht besiegen können. Aber das ist ja noch weit entfernt. Erst muss die Schlacht geschlagen werden, dann sehen wir weiter. Wir haben auf jeden Fall keine Mauer, auf der wir unsere Leute positionieren können. Haben sie denn auf beiden Seiten die Rammen? Nein. Zumindest soweit ich das sehen kann, nicht. Das bedeutet, sie haben beide Rammen auf dieser Seite. Tatsache. Das heißt, die Feinde müssen auf jeden Fall hier reinströmen. Und die große Frage ist, wie positioniere ich meine Truppen? Abgesehen davon, dass das wieder ein großes Problem werden dürfte. Erstmal den General da hinten hin. Das passt dann schon. Große Frage ist, wollen wir nicht lieber das Stadtzentrum hier verteidigen? Oder... Das sind immer so... Das ist so ein Bereich, so irgendwie, da könnte ich ausrasten irgendwie. Auf jeden Fall ein paar Bogenschützen hin, sind so da auf dem Berg. Okay, auch noch eine Einheit. Wenn sie da hinten irgendwo hinstellen könnte. Ah, könnte man ja ausrasten hier. So, euch stelle ich auch mal hier hin noch. Egal, das kann ich gleich noch machen. Egal. Wir schauen uns das mal an. Eben konnte ich die doch hier hinstellen, oder? Hallo. So sollt ihr euch nicht hinstellen. Ihr sollt euch hier so seitlich... So wie ihr das eben wolltet, aber... Oh, leckt mich doch, ihr scheiß Bogenschützen. Stellt euch so hin und dann passt das auch schon wieder. Die Einheiten hier auf dieser Seite bleiben tatsächlich stehen und machen nichts. Ein wenig weiter vom Tor weg vielleicht. Ist das vielleicht eine Idee? Auf die schwere Infanterie. Aber wenn die so weit von der Mauer, vom Tor entfernt stehen, dann können vielleicht unsere Einheiten da noch ein bisschen was mit den Pfeilen wegschnetzeln. 2% haben wir besiegt. Der Feind ist am Tor. Eigentlich. Macht aber nichts. Okay, mich soll es jetzt nicht stören. Verdammt! Hätte ich meine Leute nicht abgewählt. Sie versuchen es zumindest. Verdammt, sie machen es. Hat die da überhaupt jemanden getötet? Nein, hat die nicht. Dann lass das mal gefälligst.
Schieß mal lieber darauf. Dass man die Einheiten in diesen Städten so schlecht hinstellen kann, das ist so ein Kack. General ein bisschen mal in die Nähe noch holen. Wow. Achtung. Blast their eyes. The enemy's ram is through our gates. 121 und 's große Problem ist jetzt, dass hier Kavallerie kommt. Oh ja. Oh ja, das wird spaßig. Viele Einheiten haben wir noch nicht getötet. Ein paar sicherlich, aber nicht so viele, als dass man darauf stolz sein könnte. Pray something changes in the course of battle, for defeat seems almost certain. Ist die Reiter Gondors irgendwie zu fassen bekommen. Was? Ja, der normalen gegnerischen Armee. Weil die haben ja noch Unterstützungseinheiten ins Schlachtgetümmel geschickt. Oh mein Gott. Angst. Mehr brauche ich nicht dazu sagen. Ich habe Angst. Die Verstärkung kommt immer dichter. Dann haben die Bogenschützen keine... Keine Munition mehr. Aber sie machen ihre Arbeit gut. Oh ja, so durchaus schon mal sagen. Oh, da flüchten schon Einheiten. Oh, fuck.
Und das Ding ist nun mal, da kommen noch mal andere Einheiten auf uns zu. Warte mal. Nicht ehrlich, oder? Oh, ne. So, Jungs, ihr bleibt hier, bitte. Stellt euch bitte wieder irgendwie so hin, wie ihr eben standet. Zumindest in etwa so. Die Infanterie, da ist die Infanterie. Das ist ebenfalls die Infanterie. Egal, schießen wir auf die Infanteristen. Oh nein, da kommen sie. Oh Gott, nein. Okay, das wird schön. The fate seems almost certain. Wie gesagt, die Bogenschützen haben gleich keine Munition mehr. Und nun ja, meine Infanteristen, also meine Nahkämpfer sind fast tot. Ein General kämpft hier jetzt auch gerade noch um das Überleben der wenigen. Wie wir das von den feindlichen Generaleinheiten kennen, werden die ja auch nicht einfach so sterben. Egal, wir werden diese Stadt verteidigen zum letzten Mann. Da ist mein General. Jetzt schießen auch die feindlichen die feindlichen Bogenschützen. Oh mein Gott. Infanterie fast zu 100% tot. Die Bogenschützen haben gleich keine Munition mehr. Nice. Eine schöne Niederlage, aber ein schönes Schlachtfeld ebenfalls. Weil die Bogenschützen mit in den Nahkampf reinschicken, wird noch ein wenig Kanonenfutter übrig ist. Our foe has taken control of the city. Egal. Wir haben so viele Einheiten schon getötet. Was ist da los? Immerhin, das können wir auf jeden Fall schon mal festhalten. Wir sterben unverdient. Geht das nicht, aber
seems almost certain. Wo ist denn mein General? Einfach meine ganzen Bogenschützen kämpfen lassen hier. Kämpft, Jungs. Ihr werdet es noch schaffen. Ihr seid doch gute Bogenschützen. Ihr habt Äxte, ihr könnt euch wehren wie sonst was. Ich spule einfach mal vor. Mehr Sinn macht das ja irgendwie auch nicht. Our foe has taken control of the city. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Wir haben noch nicht die Hälfte verloren. Wir haben noch genügend Leute hier. Verdammt, die Türme gehören jetzt. Oh, nee, doch nicht. The enemy is no longer in. Our enemy has command of the city. Boah. Wo ist mein General? Ich sehe ihn gar nicht. Ach, der kämpft draußen hier. Gegen die Freischützen hier. Na, jetzt gegen die Leibwache des Generals. Das Problem ist, da ist noch eine... Egal. Our enemy has command of the city. Jawohl, wir haben den feindlichen General besiegt. Wir müssen nur noch die Einheiten dort hinten besiegen, die Speerträger. Mehr nicht. Die Freischützen flüchten. Es wäre jetzt ein Knüller, falls wir das noch gewinnen sollten. Unsere Einheiten, sie können eigentlich nicht flüchten, weil sie... Weil sie ja im... Der General muss dabei sein und seinen Truppen im Kampf helfen. Ja. Jawohl! Wir haben diese Schlacht gewonnen! Wer ist hier der Meister der Künste alle? Oh mein Gott! Was ist denn da los? Wir haben diese Schlacht gewonnen! Mit dem Bogenschützen! Ey! Orkspeer, was seid ihr denn für geile Hengste? Erst besiegt ihr hier alle am Tor und kämpft euch dann im Nahkampf durch die alle durch. Ey, ich bin so stolz. Ich bin stolz auf euch. Ernsthaft. Holt euch jetzt noch die Freischützen hier. Noch ordentlich viele Gefangene nehmen. Der General verfolgt die Speerträger. Oh mein Gott, das ist doch wirklich wunderbar. Da, man kann doch gar nicht mehr verlangen, oder? Na okay, vielleicht ein paar Nahkämpfer noch zu haben, aber... Gebäude verloren, eingenommen, eingenommen, verloren, verloren, eingenommen. Die Freischützen flüchten immer noch. Kommen wir gar nicht hinterher. Aber wie gesagt, die KI hat wieder mal einiges an Doofheit bewiesen. Da ist durchaus. So, wunderbar. Wir sind... Schlacht verlassen will. Ja. 7 Mann und 47. Und wir haben noch 349 Mann. Wir haben mehr getötet, als wir überhaupt besitzen.
Das heißt, jeder hat mindestens eine Person getötet. Alter Schwede, ich freue mich gerade übelst. Das ist ja fast wie in der Schlacht da bei Ker Andros. Das ist doch... Was, Lösegeld? Nein. Wir richten die hin. Alles andere wäre unfair. Beziehungsweise nicht unfair, es wäre unlogisch. Wir müssen diese Feinde vernichten. Oh, einen neuen General. Oh, und wir müssen bestimmt irgendwo eine Einheit bekommen haben. Beziehungsweise wir haben auf jeden Fall sehr viel Geld. Mit sehr viel Geld meine ich, alter Schwede. Uruk Schildkämpfer und Uruk Bogenschützen aus Barad-dûr. Was hat er für Einheiten dabei? Sind die teuer? Nein, sind sie nicht. Sehr schön. Aber das ist wieder mal eine gute Grundlage für alles Mögliche. Jawohl. Ich bin gerade sehr, sehr glücklich. Das kann ich durchaus sagen. Dass wir das da unten so leicht irgendwie besiegen können, das, damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Rundenbericht. Oh, wir sind die Produktion die beste, die Bevölkerung die beste und Gondor ist sonst besser und die Orks des Nebelgebirges. Häuser des Hasses, wo denn? In welcher Stadt? In Minas Morgul. Jawohl, eigentlich ganz klug. So ein Lagerhaus. Ein Drillplatz. Ork-Speerträger, Ork-Plünderer, schlechter Wächter des Schwarzen Tores. Orks müssen gedrillt werden, bevor sie... Okay. Das ist für mich die Frage. Ich glaube, ich könnte einen Drillplatz gut vertragen. Okay. Was ist hier in West-Ost-Gilead? Da werden die Musterungshallen gebaut. Unsere Armee schwindet dahin. Wir müssen uns langsam darum kümmern, dass diese Armeen hier angegriffen werden, beziehungsweise dass wir hier nicht einfach so kapitulieren. Ker Andros dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Das wäre erbärmlich, wenn wir das tun würden. Gut, dann müssen wir mal ein bisschen was reparieren und vielleicht eine Musterungshalle bauen. Jawohl, gut. Was ist hier unten los? Schrein des Melkor auf jeden Fall. Metzgerei. Bringt ein Spion, das bringt mir nichts. Brandrodung brauchen wir auch. Und dann haben wir schon kein Geld mehr. Können wir noch Bogenschützen ausbilden? Nein, wir können gar nichts mehr machen. Schade. Get ready for fighting. Ach ja, willkommen zurück in Mittelerde, würde ich da mal sagen. Eine Runde noch, bis die uns angreifen. Die dürften uns nämlich angreifen, weil wenn sie so eine Armee daneben haben, dann... Und dann könnte das problematisch werden. Wir haben zwar hier so ein paar gute Leute, aber... Das ist ja eine komplette Armee hier. Ja, ja. Hoher Moral. Wo stand das? Hoher Moral. Wunderbar. Gut. Ich denke, aber wobei das schon mal der falsche Ansatz. Ich darf nicht denken, weil ich bin doof. Jagduf. Wir haben doch noch irgendwo einen General bekommen. Irgendwo haben wir doch noch einen zu uns genommen. War das hier unten? Wollen wir da noch einen... Nein. Wir haben doch irgendeine Orkfresse doch nochmal dazu bekommen. Hier. Musul. Kann wieder zurück in die Stadt gehen. Dann verdient er mehr. Aber er ist natürlich ein guter General und dementsprechend sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man den im Auge behält und irgendwie wieder noch ins Schlachtengetümmel schickt. Ja, ja. Minas Morgul. Ja gut, ich würde sagen, man sieht sich im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und ciao.